Hi! Da sind wir wieder zurück mit unserem Feuer-Fridolin. Mal gucken. Ob wir es jetzt mal gebacken kriegen. Okay, man sollte wirklich zweimal, glaube ich, ausweichen. Oder nee, muss man gar nicht. Ja, war doch gar nicht so schwer. Naja, gut, ich weiß nicht. Wir sind relativ am Arsch, wenn ich es gerade richtig sehe. Okay, achso, hätte ich auch mit. Warte. Ja. Hm. Was aber interessant ist, also erstmal, jetzt gibt es nicht mehr so eine Gestückelung, sondern wir können mal ein bisschen smoother vorangehen, ne, nach der ersten Tagen. Und was ich komischerweise bei Twitter gesehen habe, sonst achte ich da ja weiter nicht drauf, aber ist wahrscheinlich wegen Release und so, scheine ich relativ Glück zu haben, dass es auf der PS5 so spielt. Denn, naja, so wie es aussah, scheint es PC-mäßig, Performance-mäßig extrem Probleme zu geben. Was ich irgendwie nicht so wirklich schwierig nachvollziehen kann. Vielleicht ist es einfacher für Entwickler, das auf Konsolen anzupassen, weil man da von der Dings ein bisschen begrenzt ist, von der Technik her, im Gegensatz zu PCs oder so. Ist mir schon bei anderen Spielen mal aufgefallen. Aber da soll halt vom Stuttering und so her echt scheiße sein. Also, ich kenne mich ja da nicht so aus, aber ich frage mich halt bloß, wie das irgendwie sein kann. Ich meine, viele große Studios oder so sind ja daraufhin eingegangen, jo, wir verschieben dann doch lieber, wenn das nicht so performant ist und alles, anstatt das Ding dann rauszuhauen. Naja. Wie dem auch sei, wir machen erstmal weiter. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen, um ehrlich zu sein. Habe ich schon wieder vergessen. Toll. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber kannst du ja vorher nicht wissen. Was? Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein. Doch sie. Okay, Chef, alles klar, cool. Was ich jetzt aber auch mal umgestellt habe, dass ich nicht jedes Mal den Dings hier ranhalten muss, sondern dass man das auch über den Dings Ja, toll, Alter, warum habe ich jetzt meine Spritze egal. Ich lass mal liegen, vielleicht kriegen wir gleich wieder einen Angriff und dann kann ich das nochmal nutzen. Wo zum Geier? Da kann ich nicht mehr. Aber hier kann ich doch nichts machen. Oder bin ich jetzt falsch gelaufen? Ich konnte doch bloß hier hin. Okay, Terminal kann ich nicht nutzen. Kann ich hier oben? Der ist ja auch verriegelt. Oder kann ich hier irgendein Dings... Und ich hätte auch das wollte ich noch sagen. Ich hatte auch noch irgendeinen Tweet gesehen gehabt von wegen Kampfsystem total grässlich. Kann ich mir noch schwierig ein Bild machen? Das ist sehr ungewohnt, muss ich sagen, indem man eigentlich bloß die Taste auf einer gedrückt halten muss, weil man es halt. Ja. Wo bist du? Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Also für mich ist es erstmal so vom Kampfsystem her, okay, ich muss mich dran gewöhnen. Aber hat er jetzt in dem Kampf auch schon ein bisschen besser geklappt. Und halt zweimal ausreichend, nicht nur einmal. Warum hat sich das so ein Alien angehört? Och nee. Ja, natürlich. Nein, ist er nicht. Wow. Okay, komm mal her, Gremlin. Okay, der hat anscheinend keinen Bock gehabt. Das lief jetzt zum Beispiel besser. Siehst du, ist halt einfach bloß, glaube ich, eine Gewöhnungsfrage.
Okay, da können wir eigentlich auch bei dem hier, wo er gerade lang ist? Natürlich nicht. Wenn ich mich ein bisschen verschnuppert anhören sollte, nicht wundern. Ist zwar erst ein Tag her, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Aber wer hätte sich gedacht, dass man auf Arbeit, gerade wenn man im Handel arbeitet und mit vielen Menschen und so, dass man sich da vielleicht auch anstecken könnte mit irgendeiner Kacke. Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Hör zu. Du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen. Aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Okay. Warte mal. Okay, ich habe die. Okay, ist jetzt meine normale Nahkampfwaffe. Ich wollte gerade sagen, der hat das auch kombiniert. Habe ich jetzt meine andere Dings verloren? Das war jetzt so erst meine Befürchtung gewesen. Okay, hier können wir auf jeden Fall was machen. Weil er natürlich genau weiß, wie das funktioniert. Und wetten, ich habe jetzt gleich einen Haufen Viecher rausgelassen. Das sieht halt aus wie eine Werkbank, als ob man vielleicht das. Scheiße, er hat mich immer erwischt. Ich muss mir halt wirklich was einfallen lassen, wie ich sie besser mache. Okay, hier ein paar Armlose, sehr schön. Warum hört sich das so an, als ob hier immer noch ein Viech rumschleicht? Ich meine, ich bin erstmal zufrieden, solange keine Roboter sind, weil ich glaube, gegen Roboter wird es halt ein bisschen beschissener werden. Okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Der Duft der Freiheit. Ja, glaube ich nicht. Oh, warte mal, können wir hier noch? Ah ja. Und ganz ehrlich, wenn wir wieder einen größeren Kampf haben sollten, werde ich das wahrscheinlich erst mal später nutzen. Falls wir wieder irgendwelche Riegel oder sowas finden. Was? Kann ich eigentlich auch? Sehr schön, das geht. Der hat mich aber gesehen, ne? Ja. Guten Tag. Wow, fuck, da war ja noch einer. Shit. Ich bin gleich tot. Wo kommst du her? Da wird man echt hisselig bei. Weil ich habe immer noch dieses dämliche im. Es reicht, glaube ich, wirklich bloß einmal zu. Auszuweichen. Und ich meine, zwischendurch heilen kann ich mich nicht. Ich hatte schon überlegt gehabt, ob ich nochmal zurückgehe und einfach den Riegel da mir reindrücke. Das ist zwar wieder ein Umweg, aber ich will das aber doch irgendwie so schaffen, ne? Aber wo kamen die anderen jetzt bitte schön her? Ich meine, das Schöne ist, es geht ja auch mit Schleichen. Einmal. Kamen die von hier? Also ich hoffe mich. Sieht jetzt erstmal keiner. Also die können, was weiß ich, woher gekommen sein, aber muss ja nicht unbedingt von hier sein.
Waren wir hier schon drin? Hier waren wir ganz am Anfang, oder? Okay, also muss ich zu denen da hin. Nice. Aber dass die auch noch von hinten kommen, ist halt scheiße. Ich habe meine Chance verpasst. Hat er mich schon gesehen? Wäre cool, wenn das der andere nicht mitkriegen würde. Ich weiß nicht, ob die sich dann so gesehen gegenseitig rufen. Ja, wird der andere wieder mitkriegen, ne? Oh, der hat mich schon gesehen, der hat mich schon gesehen. Alter, ich hab... Vielleicht ist es in manchen Passagen auch günstiger. Ich probiere das noch einmal. Vielleicht ist es in manchen Passagen auch günstiger, einfach durchzurennen. Wird vielleicht das Beste sein. Ich will das Ding noch nicht nutzen. Ich will das erst nutzen, wenn wir wirklich im roten Bereich sind. Hat er mich jetzt schon gesehen? Nee. Einfach, wenn der rübergesprungen kommt. Vielleicht den eh kalt machen, die anderen lassen ja noch auf sich warten. Weißt du? Oder warte mal. Jo, hat genauso funktioniert, wie ich dachte. Alle ist hoch da, hoch da, hoch da. Renn mal. Okay, es kann jetzt wenigstens keine böse Überraschung geben. Hä? Was ich nicht verstehe, mir wurde extra gesagt, einfach nach hinten drücken, blockt die ganze Geschichte. Hat es jetzt beim zweiten aber nicht gemacht, beim ersten schon, beim zweiten nicht. Warum? Und ich weiß auch gar nicht, ob ich da richtig bin. Ich dachte bloß, okay, ich bin aus dem Gefahrenbereich erstmal raus und es kann keiner von hinten kommen. So war meine Idee gewesen. Vielleicht bin ich auch falsch gelatscht, aber das sah mir halt auch aus, als ob ich zum Aufzug damit müsste. Ja, wir tauschen wieder die Plätze. Das funktioniert super. Kann halt wirklich sein, dass ich falsch gelatscht bin, aber hier kommt halt... Außer er. Komm mal hin. Bloß falls da noch einer kommt, wollen wir uns auch mehr gewesen. Okay, es lief auf jeden Fall jetzt erstmal besser. Ich hätte vielleicht doch einfach bloß hier drauf drücken müssen. Scheiße, ich hätte halt... Egal. Wir haben es erstmal geschafft.
Ich hätte noch weiter erkunden sollen. Ja, super. Speicher wenigstens bitte. Danke. Nein, 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 nein. Schon verstanden. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Sir, Squad 9 ist ausgelöscht. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Okay. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Ich wiederhole. Schusserlaubnis. Der hat jetzt aufgehört zu reden. Hat er mich gemerkt? Du? Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja ab und dann geht dir alles in den Arsch? Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Das ist mein Wunder. Du kannst es haben. Das war's. Hast du was? Nee, hat er nicht. Also anscheinend mit dem ersten Patch ist auch das mit dem Asynchron nicht... Das ist eher, glaube ich, so eine Geschichte, die mich auf Dauer vielleicht nerven könnte. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Cutscenes in dem Spiel bisher. Ja, weiß ich nicht. Aber ich mache es halt nicht nur daran fest. Ich glaube, das wird eher so eine Sache sein, die wird mich auch horrormäßig gar nicht so krass abholen. Ich schätze mal, die Todesanimationen werden ganz nice sein, oder waren ja bisher auch gewesen. Vielleicht noch die Story um ihn würde mich echt interessieren. Es muss ja irgendeinen Grund noch haben, also kommt mir zumindest so vor. Und wie es so mit dem Gameplay, mit der Klopperei oder so. Es geht eigentlich, also hat man ja gerade auch gesehen, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen reinfuchst oder sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dann geht's auch. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das kann halt auch echt Spaß machen. Deswegen, wie gesagt, diese Performance-Probleme, dass es die ganze Zeit stoppt oder so, habe ich ja nicht. Deswegen, also verteufeln kann ich es ehrlich gesagt noch nicht. Und es fühlt sich halt... Es wird, ich bin durch. Oh. Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Hä? Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Was ist das für eine komische Spiegelung? Da auch? Ich dachte, irgendwo würde eine Lampe hängen. Egal. Jetzt habe ich hier wieder vergessen, was ich sagen wollte. Na toll. Warte mal, kann ich... Nee. Hätte sein können, dass da noch irgendwas drin ist. Ja, das ist mich vielleicht eher so gameplay-technisch abholt, wie bei The Suffering oder so. Da war jetzt auch keine großartige Geschichte und hast du nicht gesehen, aber auch im Gameplay hat Spaß gemacht. Nachwirkung. Okay, ich dachte, jetzt kommt eine krasse Cutscene oder so, aber okay. Und das erinnert mich halt auch... Also das Ding ist, viele vergleichen es halt immer mit Dead Space. Ich habe Dead Space halt nie gespielt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es das wirklich so ist. Mich erinnert es halt eher an The Suffering, weil es wahrscheinlich auch eher mit dem Gefängnis und so zu tun hat. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie, für diese traditionsreiche Institution, zum Wohle der Menschheit. Mhm. Naja, wenn er das so meint. Okay, offline ist gut. Also bei ihm. Ja. Gibt's hier noch was? Ne, hier kann ich nicht mal hinlatschen. Keine
schon fast ein bisschen leid tun. Warum sieht das immer nach Werkbank aus, als ob ich irgendwas aufwerten könnte? Das wäre halt noch nett bei dem Spiel. Uah! Funktioniert mit dem einmal ausweichen nicht immer oder ich schlag zu spät zu. Toll. Ich habe zuerst überlegt, okay, lasse ich mich einfach umbringen, weil das kam jetzt ein bisschen out of nowhere. Ja, die Klappe. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Geht doch. Aha, jetzt ist aufgeschlossen. Ja, okay, gut. So, was aber langsam schön wäre, ich würde mal wieder gerne so einen Müsli-Riegel oder was das war finden, ne? Okay. Da haben wir, glaube ich, noch Credits drin. Bin mir nicht ganz sicher. Der Plan ist wahrscheinlich verschwinden. Das meine ich. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Hellgrüner Bereich sind noch nicht voll, aber von wegen, hier kommen schon. Wir gucken uns erstmal hier noch. Wir gönnen uns. Jetzt sind wir wieder dabei. Credits. Ich hoffe, ich kann die auch wirklich irgendwann mal einlösen. Credits. Mal mehr Credits. Also, ich hoffe, ingame, ne? Nicht, dass wir das für irgendwas. Jacob, komm hier rein! Ja, Mann, mach doch mal ganz chillig. Aber das können wir gebrauchen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. Okay, jetzt verstehe ich auch, was das auf sich hat. Und die Credits brauchen wir dafür, um vielleicht die Waffe auch noch abzugraden oder so. Wäre natürlich nice. Okay, Energieumwandler. Was haben wir hier noch? Noch ein Gesundheitsinjektor. Ich krieg den doch gar nicht mit. Was ist das? Inventar voll. Toll. Warte, ich drück erstmal eine Waffe. Und da, ist das hier? UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Ich habe doch keine 1004 Credits. Ah. Aber ich habe ja nicht so viel. Also, oder doch, ich habe 1000, aber es kostet 800 oder was. Maskefertigte. Ich schätze mal, wir kriegen noch sowas wie Schrot. Vielleicht eine Sniper, weiß nicht. Wirkungsstarke Dienstpistole. Okay, dann können wir eigentlich mal... Das ist ja bloß zum Verkaufen zuständig, ne? Alter, das Schmugglerware-Paket. Ich glaube, es ist wegen Vorbesteller-Boni. Okay, cool. Mein Gott. Weil die Energieumwandler, keine Ahnung, was ich damit brauche. Ich hätte halt gerne ein größeres Inventar oder so. Das wäre halt schön. So, dann kaufen wir mal. Nice, aber ich will gleich wissen, ob wir ein Upgrade noch kaufen können. Weil ich sag mal so, das Schmuggler... Oh. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh?
Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und hab Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf.